Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von The Last Nightmare. Ich drücke schon mal auf neues Spiel, weil ich glaube, wir können das Gelaber am Anfang sowieso nicht überspringen. Deswegen können wir das ja im Hintergrund mal laufen lassen, während ich jetzt sage... Sekunde, ich probiere nur mal, ob ich es überspringen kann. Nein, funktioniert alles nicht. Okay, ich laber jetzt einfach mal drüber. Genau, wir wollen ja jetzt nochmal ausprobieren, was da eigentlich los ist mit diesem Gegenstand, der jetzt zu Anfang schon zu finden sein soll. Ich fand ja, es sah ein bisschen so aus, als wäre das eine Zeitmaschine. Also das würde dann natürlich tatsächlich nochmal einen neuen Aspekt hinzufügen zu dem Spiel. Aber es wäre auch ein bisschen strange. Aber wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Und ansonsten habt ihr gemeint, ob ich mich nicht einfach auch mal erwischen lassen könnte, um zu schauen, was dann passiert. Bedeutet natürlich, dass wir uns hier den Anfang dann nochmal antun müssen. Aber ja, wäre tatsächlich mal ganz interessant, einfach zu sehen, was dann passiert. Ob dann ein Jumpscare kommt oder ob man das Viech mal sieht. Von daher werde ich es auf jeden Fall, wenn es uns dann über den Weg läuft, wohl mal machen. Ist halt echt schade, dass man hier nicht speichern kann. Ich weiß auch nicht, wieso. Naja, egal. Ja, weil es so kurz ist wahrscheinlich. Und weil es im Grunde wie ein Flash-Spiel ist. So leid es mir tut. Es ist schon eher ein Browser-Game. So. Sekündchen mal. Tagebuch ist ganz normal geblieben, oder? Schau nur mal. Ja, sieht so aus. Alles wie immer. Und man soll nun also am Anfang einen neuen Gegenstand finden können. Die Frage ist, wo ist der? Hatte ich doch so verstanden, ne? Am Anfang hieß es. Zu Beginn. Da ist auf jeden Fall der Fluss. Nee. Ich dachte, da wäre der Fluss. Ich war mir voll sicher. Hier ist er aber. Genau. Also hier sehe ich ihn aber nicht, ne? Oh, da kommt er. Okay, wir probieren es aus, Leute. Wir schauen uns an. Oh, okay. Naja. Okay. Wir müssen uns den Anfang nicht nochmal anschauen. Also wir werden einfach gekillt von dem Monster. Aber sehen tun wir es scheinbar leider nicht. Das ist ja schade. So, wo war denn jetzt das Wasser? Da gucken wir jetzt nochmal, ob da wirklich nirgendwo dieser Gegenstand ist. Ich fand es halt einfach am sinnvollsten, dass der hier irgendwo wäre. Aber so, den Schlüssel können wir schon mal mitnehmen. Was? Oh. Oh. Das war eines der Enden. Das konnte man ja dann direkt am Anfang aktivieren. Ist ja verrückt. Okay, ich glaube, ich habe einfach nur zweimal auf das Boot gedrückt, statt nur einmal, weil ich halt alles abgeklickt hatte, um zu gucken, ob ich was finde. Aber hier haben wir jetzt auch gar nicht so eine Übersicht erhalten, wie lange wir gebraucht haben und wie oft wir entkommen sind. Wahrscheinlich, weil das auch gar keinen Sinn macht. Aber mich würde schon interessieren, ja, welches Ende das jetzt war. Das war doch dann ein schlechtes Ende jetzt, weil wir haben ja überhaupt nichts geschafft bei diesem hier. Naja, okay, sehr strange. So. Ah, doch, es kommt noch was. Der Bestien kommen. Nullmal. Wir sind ja auch nicht begegnet, außer gerade. 23 Sekunden. Ende Schlimmstes. Mach nicht zu schnell, nur Narrenhandeln überstürzt, so wie Crispim. Aha. Okay, das war also sozusagen das Very Bad End. Oh Mann. Alles klar, aber irgendwie... Also Hauptsache dieser Gegenstand ist jetzt wirklich da, weil ich frage mich, wenn das Spiel sowieso nicht speichert, woher weiß das Spiel jetzt, dass ich es schon einmal durchgespielt habe? Oder hätte es das jetzt nur gewusst, wenn ich im gleichen Run nochmal spiele? Deswegen, also wenn wir im Haus angekommen sind und im Haus dann immer noch nichts gefunden haben, dann fürchte ich fast, dass das echt so ist, dass man es spielen muss und dann sogar direkt noch im Spiel es nochmal anfangen muss. Und das mache ich bestimmt nicht. Das Spiel einmal durchspielen, nur um es dann nochmal durchzuspielen, um diesen Gegenstand zu finden. Naja, schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja auch Glück und es ist tatsächlich da irgendwo. Hm, was könnte es noch für Enden geben? Naja, also ich sag mal,
Ich glaube, notwendig war es nicht, das Radio anzuhören, ne? War das nicht optional? Das hat eigentlich jetzt nichts ausgelöst. Dann wiederum gibt es noch den Koffer, den wir nicht aufmachen konnten. Es gab noch eine Tür, die versperrt war. Die Hintertür war versperrt. Also eigentlich könnte es schon noch Sachen geben, aber ich weiß nicht genau, wie man die aktivieren, öffnen kann oder, ja. Naja, egal. Gucken wir mal. Wir schauen uns das hier nochmal an und ja, aber wenn ich im Haus jetzt echt dieses Gerät, dieses komische nicht entdecke, dann müssen wir leider davon ausgehen, dass man das tatsächlich immer alles in einem Ruck spielen muss, was natürlich total bescheuert ist. Also hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Ja, beziehungsweise es kann natürlich sein, dass es hier irgendwo rumliegt, aber ich kann doch jetzt nicht jeden Millimeter untersuchen. Naja, ich könnte es schon. So ist es nicht, aber es ist halt ein bisschen mühsam. Da ist die eine Leiche. Gucken wir mal, ob wir es irgendwo sehen. Also beim Wasser waren wir ja, da ist es auf keinen Fall. Dann gehe ich mal jetzt rechts wieder lang. Oh, oh, wartet! Da hat's geglänzt. Habt ihr es gesehen? Da! Was zur Hölle ist das? Okay, auf jeden Fall. Ach so, wartet, ich muss doch. Ich komme ganz durcheinander. In diesem Run haben wir ja den Schlüssel noch nicht geholt. War das jetzt hier? Nee, jetzt bin ich, glaube ich, zu weit. Oh, was ist das denn? Das war vorher auch nicht da. Huch. Oh. Hä? Nee, das war... Sekunde. Nee, nee. Damit hat das nichts zu tun. Das war eben nur zufällig. Aber auf jeden Fall sind da jetzt Symbole auf dem Boden. Das ist ja krass. Und die sind erst erschienen, nachdem ich das Gerät eingesammelt habe. Oder wie auch immer man das nennen will. Dieses Ding halt. Ist ja mysteriös. So, dann gehen wir einfach mal hier immer weiter. Da ist die eine Leiche. Auf jeden Fall haben wir ja jetzt auch schon aufgeschrieben. Also ich habe hier aufgeschrieben, ungefähr welche Puppe wohin Ah, wartet mal. Guckt mal da unten. Wir haben oben eins. Schlüsselfluss und unten. Schlüsselhimmel. Und dann dieses Symbol. Aha. Schlüsselhimmel. Nochmal, welches Symbol ist das? Punkt, Kreis, vier Punkte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das wirklich direkt öffnen soll oder ob ich sogar mit einem anderen Schlüssel öffnen soll. Dann lasst uns doch nochmal gucken, ob wir hier dieses Symbol irgendwo finden. Hier ist auf jeden Fall nichts weiter an Symbolen. Wo ist es so still hier? Ist auch bei den... Nee, okay, dafür habe ich keine Zeit. Hier geht's auch nicht weiter, aber es geht weiter zurück. Hier rechts mal schauen. Und nochmal rechts. Das ist aber nicht Schlüsselhimmel und so. Hier sind gar keine Symbole mehr, ist ja komisch. Die waren nur da ziemlich weit am Anfang. Wir müssen uns hier sehr genau umschauen. Schlüsselhimmel. Eigentlich müsste er aber ja auch oben sein. Aber irgendwie... Wow. Muss auch das Symbol auffindbar sein. Ich glaube, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Ja, bin ich. Nicht schlimm. Einfach nochmal hier lang. Und nach unten. Oh, außer natürlich Schlüsselhimmel ist da drin. Im Haus. Ich Idiot. Egal, wir gucken uns jetzt einmal hier um. Weil hier waren ja eigentlich die Symbole auf dem Boden. Oh. Okay, da ist ein Punkt. Nur ein einzelner Punkt. Da! Das ist das Symbol. Schlüssel im Himmel. Was? Da ist ein sehr heller Stern, aber... Ich kann hier irgendwie nichts machen. Oder soll das den auf dem Weg hindeuten? Das glaube ich eigentlich nicht. Das ist aber auf jeden Fall genau das Symbol, was da war. Aber hier ist nichts.
Schlüssel im Himmel. Ich sehe hier nichts. Nee, kein Plan. Also, okay, ich gehe erstmal in die Hütte, okay? Oder wartet. Ich würde ja sagen, an einem anderen Baum hängt's, aber... Komisch. Oder man muss erst mit diesem Gerät irgendwie woanders hinreisen. Ich weiß es nicht. Es ist so super mysteriös. Schlüssel im Himmel. Komisch, komisch. Zeig nochmal. Schlüssel Himmel. Naja, gehen wir erstmal rein. Meu Deus, essa foi por pouco. Okay, Tagebuch aktualisiert. Da fehlen, wer wohl diese Leute sind. Was ist wohl in der Box? Okay, gehen wir mal hier rein. Da haben wir das Buch. Das geht nicht auf. Hier sieht aus, als wäre gestritten worden. Da hatten wir das. Da sagt sie nichts zu. Das ist so komisch. Mit dem Schlüssel. Das ärgert mich voll, dass ich das nicht kapiere, wie das gemeint ist. Oder muss man das Gerät irgendwo einsetzen? Da können wir ja sowieso noch nichts machen, solange wir nicht... Ach ja, das Messer müssen wir mitnehmen. Und da ist die andere Batterie, die, wie gesagt, meines Erachtens nicht unbedingt notwendig ist. Aber dafür, um ein schlechteres Ende zu kriegen, will ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht ausprobieren. Ein einziges Chaos. Und ja, keine Ahnung. Darauf, das kann ich da nicht anwenden? Vielleicht auf das Radio? Oder vielleicht muss man das am Ende bei dem Ritual anwenden? Ich weiß es nicht. So. Okay, ein leerer Eimer. Blut. Angucken will sie sich ja nicht. Nee, das kann ich da auch nicht benutzen. Wasser? Nee. Also ich benutze jetzt nochmal die Batterien. Oh, die Sachen überlagern sich. Gar nicht gut. Ah, okay, hat sich alles wieder eingerenkt da oben. Der Himmel. Wie kann das nur gemeint sein? Mann, ich möchte echt gerne diesen Schlüssel finden. Ich gehe wieder rein. Besser ist das. Aber, ach so, wartet. Ich versuche nochmal. Nö. Ich wüsste auch nicht auf... Wartet. Vielleicht nochmal... Ist zwar verrückt, aber... Geht auch nicht auf. Hätte mich jetzt auch arg gewundert. Mit irgendwas muss man das doch verwenden können. Das ärgert mich voll. Ich gehe jetzt nochmal dahin, wo das war. Wo das Symbol auf dem Boden ist. Da muss doch eigentlich was sein. Wobei wir jetzt ja auch hier hin können, aber... Ja. Bringt nur nichts, ne? Also das gleiche Ende will ich ja nicht nochmal auslösen. Das wäre ein bisschen langweilig. Aber wo wir gerade mal hier sind, können wir ja kurz zu ihr. Und dann machen wir das kurz. Das Spiel ist, glaube ich, überfordert, weil ich so extrem schnell spiele. Extrem schnell und extrem effektiv. Aber ihr kennt es ja auch schon, von daher. So, jetzt nach links. Jetzt weiß ich nicht genau. Jetzt müssen wir gleich mal schauen. Ist hier schon das mit der Schaufel? Ich glaube nicht. Ach, hier ist das. Okay. Da ist wieder ein Symbol. Das gibt's doch einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Hier sind total viele Symbole in der Gegend.
Und trotzdem funktioniert davon nichts. Wieso nicht? Und das Symbol, was wir finden sollten, haben wir sogar gefunden. Und trotzdem geht es nicht. Das ärgert mich voll. Jetzt müssen wir dahin und das noch ausgraben. Ups, hat nicht funktioniert. Jetzt. Okay, schauen wir mal rein. So, fast schon fertig. Fehlt nur noch hinter dem Busch. Aber erst probieren wir nochmal, ob das irgendwie geht an der Stelle mit dem Symbol. Muss doch irgendwas sein. Kann doch gar nicht anders sein. Da muss doch was sein. Wo kann ich denn hier rückwärts? Wieso kann ich nirgendwo rückwärts? Jetzt kann ich nur noch nach vorne. Nee, hier wollte ich nicht hin. Ach Mann, ich habe mich schon wieder verlaufen. Hier kann ich nicht zurück. Aber hier kann ich zurück. Ich meine, hier müsste es irgendwo sein. Huch! Wo bin ich? Ah, hier geht's zurück. Ja, da ist der eine Punkt. Verdammt, nochmal. Das ist noch nicht passiert. Das war noch nicht passiert. Das war ein bisschen eklig. Okay. Trotzdem nervt mich das. Es nervt mich tierisch. Ich kapiere einfach nicht. Da oben. Da ist halt ein heller Stern, aber sonst... Der Schlüssel im Himmel. Wieso kommt denn jetzt so häufig? Oh Mann! Ich habe keinen Schlüssel gefunden. Wartet. Der Schlüssel im Himmel. Muss das Symbol am Himmel erscheinen? Eben war nämlich am Himmel ein komisches Symbol gewesen, aber jetzt ist es nicht mehr da. Was ist das denn jetzt plötzlich? Hä? Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Da ist ein heller Stern, ja? Wartet mal. Ja, aber nicht. Hä? Ich schwöre es, ich habe eben eine komische Konstellation am Himmel gesehen. Hier ist dieser helle Stern. Da, seht ihr? Habe ich mir nicht eingebildet. Und da ist jetzt... Nochmal ein Symbol. Aber jetzt nicht mehr. Und jetzt ist es auch verschwunden. So als müsste ich in der richtigen Reihenfolge arbeiten. Hier ging's los, ja? Ich gehe eins nach vorne. Dann gehe ich nach links. Dann gehe ich nach links. Das sieht sehr gut aus. Dann gehe ich nach links. Dann gehe ich nach links. Dann gehe ich nach hinten. Scheiße. Nein, hat nicht funktioniert, glaube ich. Ist ja schrecklich gerade. Was ist denn hier los, ey? Okay, wartet. Aber eigentlich ist doch hier dann nochmal... Okay, ich hätte nicht nach links gehen dürfen. Ich hätte dann nach hinten gehen müssen, glaube ich. What the... Da. Hörst du wohl auf. Der sieht ja wieder anders aus. Was soll denn der Scheiß? Wieso sind denn hier verschiedene Monster? Ich bin total überfordert. Hier sind überall nur noch Zeichen. Momentchen mal. Okay. Also, wenn ich hier losgehe, ja? Gibt's doch nicht. Ich will nicht mehr. Hier funktioniert's aber nicht hier lang. Es wird immer mehr. Dann gehe ich hier lang. Vorne. Links. Links. Hinten.
Hinten? Ja. Rechts? Ja. Rechts? Hinten? Nee, das hat nicht geklappt. Was will dieses Spiel von mir? Verstehe ich es überhaupt richtig? Und wieso sind hier jetzt so viele Symbole aufgetaucht? Total viele. Oh, super, jetzt wieder ein Punkt. Na, danke sehr. Der Schlüssel im Himmel. Wahrscheinlich ist es eher so gemeint, dass der Schlüssel im Himmel liegt. Also, dass ich ihn dort entdecken muss, aber... Lustig, lustig, tralalala, sag ich da nur, ne? Nochmal eins nach hinten. Ich weiß nicht, was ich letztes Mal gemacht hatte. Achso, es geht ja nur nach rechts. Aber hier geht nach hinten und nach rechts. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Wenn ich jetzt wieder nach links gehe? Nee. Vielleicht muss ich das halt finden irgendwann. Oder das muss ich zusammentun aus den Einzelteilen der Sternbildes. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habt ihr ja gesehen, wenn ich hier starte und dann so weitergehe, dann bildet sich tatsächlich ein Sternbild. Und es bildet sich immer weiter. Beziehungsweise auch zurück. Scheiße, nee. So wird's... Ach. Ich habe keine Ahnung, meine Lieben. Das ist mir zu hoch. Ich weiß nicht genau, was das Spiel hier von mir will. Und es ist auch so anstrengend, hier immer wieder im Kreis zu laufen. Ja, hier ist das. Das ist... Ah, immer wieder im Kreis zu laufen. So anstrengend, immer wieder im Kreis zu laufen. Okay, wartet. Ich probiere noch mal kurz. Aber wie war das jetzt? War das jetzt links? Ja, links. Unten. Unten. Rechts. Rechts. Und hoch. Wir sind hier jetzt einmal im Kreis gelaufen. Okay, egal. Ich lasse mich jetzt erwischen. Aber wieso sieht dieses Viech anders aus als das andere? Tja, ich habe keine Ahnung. Bestimmt hat das irgendeinen Sinn, aber ich erkenne ihn gerade nicht. Vielleicht habt ihr ihn aber erkannt. Dann schreibt doch einen Kommentar. Ich wäre sehr gespannt. Ich habe keine Items. Man fängt von neuem an. Ach, das ist doch zum... Okay. Auf jeden Fall halten wir fest, dass dieses Spiel gute Ansätze hatte, aber in der Umsetzung ein bisschen gescheitert ist. Beziehungsweise nicht genug umgesetzt hat von diesen guten Ansätzen. Ja. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, auch in dieser Extra-Folge, die nicht sehr produktiv war, aber wir haben es zumindest versucht und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem anderen Projekt wieder. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.